wenn wir alle unterwegs sind, dann muss das halt einfach schnell gehen. Und man hat nicht mehr das Gefühl, dass man sich irgendwie zweiteilen muss. Die Idee der Open Library finde ich genial. Mein Name ist Antje Miebach. Ich leite hier seit 5 Jahren die Stadtbücherei in Twistring. Mein Name ist Anke Engelke. Ich arbeite hier seit 2018. Twistring ist ein kleiner Ort mit ca. 13.000 Einwohnern im Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Es gibt halt in Twistring nicht viele Orte, wo man sich so aufhalten kann und auch keine Orte, wo man einfach hingehen kann, ohne dass man irgendetwas konsumieren muss, sondern wo man einfach so sein darf, wie man halt ist. Die Bibliothek wird gut angenommen von der Bevölkerung und es kam manchmal während der Öffnungszeiten dann zu Situationen, dass es gab Nutzerfragen, es waren viele Menschen an der Ausleihtheke und Kinder wollten was ausdrucken und alles gleichzeitig und das hat manchmal auch Stress verursacht. Also dann kam die Idee auf, dass wir gerne auf FID umstellen wollen, dass wir einen Selbstverbucher haben möchten, weil wir uns davon versprochen haben, einfach Freiräume zu gewinnen. Also dadurch, dass die Leser dann selbstständig ausleihen können, sind nicht mehr 2 Leute gebunden an der Theke und das wird gerne angenommen. Ja, am Anfang waren viele noch sehr zögerlich, aber es gibt doch viele Nutzer, die gewohnt sind, ach, schnell nochmal nach der Arbeit zu kommen. Ah, dann stehen da welche, nee, ich gehe schnell einen Selbstverbucher, lege das Buch hin, gib's ab und bin wieder weg. Und ganz viele Kinder finden es total großartig, dass sie mit ihrer Karte halt selbstständig ausleihen können. Und wir können dadurch auch Angebote machen, die wir so vorher nicht machen konnten. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Sommerleseklub. Den führen wir das 2. Mal jetzt schon durch. In dem 1. Jahr, als wir den Selbstverbucher neu hatten, haben wir es das 1. Mal uns zugetraut. Das ist halt etwas, was sonst in größeren Bibliotheken nur stattfindet. Das braucht wahnsinnig viel Vorbereitungszeit und es gibt ein begleitendes Veranstaltungsprogramm. Und das hätten wir halt ohne den Selbstverbuchungsautomaten nicht schaffen können. Es wäre ohne diese Förderung von vor Ort für alle nicht möglich gewesen. Und es ist natürlich auch zukunftsweisend für das, was wir hier sonst noch so vorhaben. Genau, also wir kriegen ja einen Neubau und als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, kam die Idee hin, es zur Open Library zu entwickeln und dazu ist der Selbstverbucher der erste Schritt. Diesen Neubau planen wir auch vor dem Hintergrund, damit wir auch mit der Bibliothek gemeinsam auch den Innenstadtbereich dann auch weiter stärken. Also die Bibliothek wäre dann sozusagen ein Ankermieter in der Stadt. Am Neubau gibt es neue Leseausweise, mit denen man dann die Eingangstür öffnen kann. Und dann kann man halt ganz eigenständig die Bücherei nutzen. Ja, das Konzept der Open Library, das hat mich persönlich sehr angesprochen. Das kam aus dem Team heraus, also von dem Bibliotheksteam. So die Idealvorstellung, die ich dann wirklich habe. Und dann fährt man am Sonntag, also mit seiner Familie, zur Bibliothek, nutzt die Möglichkeit der Open Library und geht dort nochmal hin. Leiht sich vielleicht ein Buch aus oder hält sich dort auf. Also das ist eigentlich das, was wir uns davon versprechen. Die Leute überlegen sich natürlich auch immer, wo will ich eigentlich wohnen? Und dann fragt man sich ja auch gleichzeitig, was wird hier geboten? Ja, also aus meiner Sichtweise ist es ein wichtiger Schritt und auch ein richtiger Schritt, Open Libraries voranzubringen, gerade auch im ländlichen Raum, gerade in kleinen Gemeinden. Und das Potenzial ist einfach da. Es gibt eine Nachfrage, es gibt einen Zulauf von Menschen, die das Angebot nutzen würden. Und es wollen ja auch nicht alle 24/7 arbeiten, aber es ist schön, etwas 24/7 nutzen zu können, wenn man es denn möchte.